Hallo und herzlich willkommen zurück. Yeah, Schnee. Und jetzt hier oben fehlt er wieder. Gibt wahrscheinlich so mehrere Animationen, die einfach so auf bestimmten Ebenen passieren. Ja, na jedenfalls. Und es gibt nur so und so viele, die passieren dürfen. Und scheinbar sind unterschiedlich schnell. Naja, lustige Sache. Ist das jetzt alles hier genau dasselbe? Hey, das kenne ich irgendwoher. Gib mir mal eine Tatze. Kommt mir sehr bekannt vor. War ich so klar? Kenne ich doch schon. Nom nom. Ja, jedenfalls will ich mal schauen, ob es hier nicht ein Item gibt. Deswegen habe ich die eigentlich angegriffen. Mal hier und einmal hier. Oh. Alter, wehe, du triffst jetzt nicht. Dann heile ich dich ab jetzt nicht mehr. Dein Glück. Ja, das war letzte Folge, ne? 1000 Mal daneben. So, kriege ich jetzt was Schönes? Und Brot. Naja, immerhin. Das wäre schön gewesen. Eine größere Tatze. Komischer Käfer. Und, oh, Helga, ich bin genau reingerannt. Ich war so auf dieses Käfervieh konzentriert. Weil ein neuer Gegner. Dass ich voll in die Helga reingelaufen bin. Oh, seit wann kannst du das denn? Clever. Ja, gehen wir jetzt schon auf den Keks, lieber Helgax. Nochmal betäuben. Das reicht, glaube ich, nicht ganz, ne? Na gut. Von mir aus ist mir jetzt auch mal egal. Kann ich alles heilen? Aber dann wird es nur wieder neu berserkiert. Also was soll's. Los, greift ihn an. Oh, oder den. Ist auch okay. Nee. Ach hier, die Betäubungsanimation. Oh ja, der ist jetzt betäubt und berserkiert. Ah ja. Ja, wie gesagt, die sieht man so selten. Ja, jetzt kann ich erstmal nichts machen. Gut, dann Spiel, übernimm für mich. Jesus übernimmt das Steuer. Und wir schauen mal. Ja, Berserker und betäubt. Ach ja, kann ich mal mich zurücklehnen. Und mal das Spiel genießen. Klar, das kannst du natürlich auch noch. Warum auch nicht? Voll die Sackgang-Crew hier. Ah ja, nicht mehr betäubt. Und lasern kannst du. Alter, was für ein Vieh. Ah ja, immer noch Berserker. Nur nicht mehr betäubt. Mehr Berserker. Okay, ich verschränke mal die Arme. Und schau mal, was passiert. Okay. Immerhin schon mal das richtige Ziel. Oh. Das ganze Spiel hier im Autopiloten. Minus schnell. Und jetzt wieder plus schnell. Klar, nochmal betäuben, warum nicht? Ich habe eigentlich gehofft, er betäubt Badu. Einfach nur der Animation wegen. Okay, du magst Maya wirklich nicht, ne? Gut, verfehlt auf Badu, das macht Sinn. Ja. Fiese Sache. Eigentlich muss er sich auch einmal wieder erholen vom Berserker. Ah ja, hier, betäubt. Sieht irgendwie genauso aus wie immer. Oh, jetzt nicht mehr.
Ja, alter Schwede. Ich hoffe mal, ich verliere jetzt hier nicht das Spiel, nur weil die Leute mir auf den Keks gehen wollen. Ich meine, sie sind beide betäubt und berserkiert. Da kann ich nicht viel machen. Eigentlich müsste nur mal einer unbetäubt werden und anfangen auf die Gegner zu schießen, aber die heilen sich auch. Und? Naja, geht so. Maya hält derweil ein Schläfchen. Macht sie echt selten. Komm schon, Awaim, halte drauf. Greif an. Nicht den, Mann. Komm schon, Awaim. Oh. Dem Helga hat zu lange gedauert. Ist er abgehauen. Schön. Oh, Alter, das... Puh. Ja, mal schauen, ob wir das noch schaffen. Ich vermute mal, der stirbt und der wird dann irgendwann nicht mehr berserkiert. Und sobald er aus der Betäubung raus ist, können wir wieder Dinge tun. Oh, wenn er jemals aus der Betäubung rauskommt. La 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 la. Oh oh, nein, Badu, komm schon, greif den richtigen an. Tu es. Just do it. Make your dreams come true. Nein, du kannst ihn nicht leiden, ich weiß. Ach komm schon, du hast nur noch einen Gegner übrig. Du kannst nicht mehr wirklich das Falsche tun. Außer betäubt werden, natürlich. Ja, willkommen zu Stefan die Waldfee. Großartige Let's Plays mit Action und ja. Immer den richtigen Entscheidungen, immerhin und schon mal kein Berserker mehr. Dafür jetzt Dauer-Stun-Lock. Ja, jedenfalls, bei mir geht die Action. Setz dich hin und schau zu, wie ich hier die interessantesten Dinge tue. Na also. Komm schon, ja! Ich kann wieder was tun, unglaublich, ich brauche eine Wurzel. Sonst wird das nie was. Puh. Ja, überraschend starke Gegner, ne? Boah, ist ja stark. Nice. Ein Angriff. Ein Stufe 1 Angriff. Oh, das war schön. Trotzdem cooler Kampf, kannst du sagen, was du willst. Ja, also so einen Kampf hatten wir noch nie. Das war Deluxe. Ah ja, hier, ein Hündchen. Habe ich nicht richtig gesehen. Zwei Hündchen. Was für ein komischer Kampf. Oh ja, zum Schluss habe ich mir schon ein ganz kleines bisschen Sorgen gemacht, dass wir dann Stunlock auf Awaim haben und dann, ja, haben wir Pech. Sind wir einfach nur tot. Ja, ja, ist ja gut. Hundilein. Friss Arme. Und dann hier. Ja, großartig. Genau, das ist, ja. Muss so sein. Ein Running Gag, den ich nicht mag. Hallo? Schneetatze? Nee, ich nehme die einfach mal mit. Einfach nur, weil Schneetatze. Komm schon, gib mir Items. Aber ist nicht. Viele Gegner, aber ist egal. Viele schnelle Gegner, ist auch nicht so wild. Krass, wie laut das Geräusch wird, wenn es einfach nur viermal da ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lass mich auch mal ran hier. So. Genau. Blast, alles richtig. Kapuf. Dann schauen wir mal. Schrapnell. Trifft das den mit? Ja. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Räumen wir hier einmal auf. Hey, getroffen. Wow. Es gibt bestimmt ein Archivement.
Achievement? Mal hier. Und komm jetzt. Stopp. Stopp. Oh. Oder auch nicht. Aber jetzt. Schön. Ja, 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 ja. Baldur hat sogar ein Level abbekommen. Auch sehr schön. Du brauchst mal ein bisschen Heilung, Kollege. So, jetzt sind wir hier fast durch, ne? Ja. Da oben links ist noch was Rotes. Oh. Es beschützt wahrscheinlich sein Nest. Oh, wir können ja Eier klauen. Mhm. Machen wir. Ich lasse ihn erstmal angreifen. Ich schau mal, was der Gegner so kann. Okay, cool. Na komm. Hm. Viel mehr macht er gerade nicht. Die liebe Herr Gegner. Wie viel hältst du aus? Hm. Gute Armor, ne? Gute Rüstung. Na komm, ich warte nochmal. Und ich stehle mal. Stehlen von diesem Ziel. Ja, ist genau das, was wir gleich machen werden. Und? Nö, er macht nur Feuerio. Mehr ist nicht. Sieht trotzdem ganz cool aus, wie es da rumschwebt. Nee, du lebst ja immer noch. Wie wäre es mit Feuer, Beschwörung, Ouroboros, benutze deinen Flammenwurf. Sieht lustig aus mit dem Schnee hier. Oh, scheiße. Stimmt ja, ist dieser Feuer. Schön, das Feuervieh geheilt. Finde ich aber cool, dass man es damit heilt. Das war nicht das, was ich tun wollte. Ich bin so abgelenkt gewesen. Ich wollte jetzt natürlich mit dem Wasserangriff hinterher. Und wollte deswegen meine Core-Energie aufladen. Schöne Sache. Schöne Gegner geheilt. Das wollte ich tun. Das müsste eigentlich reichen von der Core-Energie her, nicht? Ich mach das nicht nochmal. Ich bin, so. Ja, Königin der Meere. Besser. Ja, ich habe einfach gedacht, hier, Insekt. Ne, da ist Feuer sehr effektiv, aber gut. Das war wohl nichts. Dann eben Wasser gegen Feuer. Hm, passt ja Schnee gut rein, ne? Los, Blubstrahlattacke. Boah, 100 Schaden. Ja, schon viel. Vor allem dafür, dass er viel zu viel aushält. Nein, gut. Nur aber wird er sterben. Alle anderen sind total sicher. Ja, jedenfalls, wie gesagt, cool, dass wir es mit Feuer heilen. Feuer gegen das Feuervieh. Das finde ich cool, sowas. So, was gibt's denn hier? Das ist ein Helgag-Ei. Ah, ein Helgag-Ei. Aufbohren? Tatsächlich. Aufbohren. Aufgebohrtes Helgag-Ei. Ich habe ein Loch in das Ei gebohrt. Cool. Mal so nebenbei. Gefällt mir. Igel? Nee. Ah, Helgag-Ei. Müsste man sogar ein ausgewachsenes Helgag betäuben können. Mhm, sehr schön. Ein Helgag-Ei. Okay, schön. Haben wir voll selten, dass die mal so nebenbei Kommentare geben. Ich hätte mir immer gewünscht, dass sie so ein bisschen Banter haben unter sich. Und sich da irgendwie untereinander ein bisschen unterhalten. Wie eben bei den ganzen Infinity Games. Den Spielen, die auf der Infinity Engine laufen.
Ich gehe jetzt nur noch nach oben, um herauszufinden, dass das nicht geht. Ich sollte mich mal heilen. Hier ein bisschen, da ein bisschen und da und da. Besser. So, hier sind wir schon bei Sarah Connor. Schicksalskarte. Quicklicht. Bestimmt sowas hier, ne? Erhöht Schnelligkeit. Gar nicht schlecht. Ist bestimmt besser als sowas wie erhöht Strike oder sowas. Gerade bei so langsamen Charakteren. Gibt ja allgemein relativ wenig Zeug, was Schnelligkeit erhöht, außer Schuhe. Abgeschlossen. Mhm. Na gut. Oh, ein Safe. Nein, ich wollte sie nochmal anklicken. Abgeschlossen, ich weiß. Abgeschlossen. Ich wollte mir den Safe hier angucken. Den Tresor. Naja, jedenfalls noch ein Item abgekrabbelt. Wie gesagt, eigentlich war das hier ja auch nicht unser Ziel. Oh nein, jetzt spawnen die ganzen Gegner wieder. Ich bin so doof. Ach Mann. Ein, zwei kann ich ja umgehen, aber das war nicht so klug. Habe ich irgendwie vercheckt. Entschuldigung, lieber Zuschauer. Habe ich verpeilt. Ja, aber wie gesagt, wir können da viele davon umgehen, indem wir hier schön innen lang gehen. Lebt das Vieh eigentlich wieder? Nur so Interesse halber? Nö. Ist immer noch tot. Okay. Sonst ist hier nicht viel weiter, ne? Nö. Außer ein paar Gegner auf dem Weg. Nee, ich habe gedacht, ich kann dran vorbeischleichen, aber ist nicht. Ich könnte jetzt flüchten, aber ich glaube nicht, dass das schneller geht. Gerade bei Gegnern, die nicht ganz so viel aushalten. Mach das mal so hier. Ja. Ja, jedenfalls haben wir jetzt einen Helga-Kai mit Schlafmittel drin. Die Rest würde ich jetzt nicht ganz überraschen. Also ich nehme es zumindest an. Ich weiß es nicht genau, aber es würde mich überraschen, wenn es anders wäre, als ich es vermute, wie es kommen wird. Nee. Lass mich mal hier vorbei. Ich bin die Feuerwehr, lalala. Nein. Nee, aber diesmal machen wir es anders. Das kannst du ruhig machen, das hilft überhaupt nicht. Ich war zu langsam im Drücken, aber nur ein bisschen. Kannst du mal schön vergessen, dass ich das nochmal mitmache. Ganze Angelegenheit. Burn, baby, burn. Okay, einmal Berserker ist noch in Ordnung. Bock. Die Angriff mag ich mal voll. Jo, auch das ist okay. Nummer 1. Und den greife ich erstmal mit einem mittleren Angriff an. Oh. Ich würde sagen, in der Hoffnung, dass Maya das erledigt. Oder auch falls er Berserker bekommt, dass er dann schon mal ein bisschen Schaden drauf gedrückt hat. Und dann kann ich eigentlich nochmal hier einen kurzen Feuerangriff machen. Aber ich glaube, der Kreisel ist ein bisschen stärker, ne? So schnell geht's. Chor. Brot. Sieht gut aus. Dieser Kampf hier, der war echt... Ich weiß nicht. Aber lustig. Da komme ich vorbei. Nicht nochmal.
wie sie einfach die ganzen Pass nochmal benutzt hatten. Gehe ich einfach wieder hier raus? Ja, ich gehe einfach wieder raus. Die anderen Eingänge und Ausgänge nehmen wir das nächste Mal mit, wenn wir hier durchkommen. Oder? Ja doch, wir machen erstmal ein Rätsel. Und zwar das mit den Tattoos. Ah ja, die Kreisattacke hatte ich vorhin gemeint. Oder letzte Folge. Wegen hier, Kreisel. Oh, hier steht ja noch alles. Muss ein Bug sein. Hier, friss Schrapnell. Alter, sogar der wurde getroffen. Ja, erinnert mich an... vielleicht trifft er immer alles. Erinnert mich an Mighty Magic 6. Gab's einen Angriff mit Schattenmagie namens Schrapnell oder Schrapnellfeuer. Und der war überraschend stark. Viel stärker, als man auf den ersten Blick denken würde. Und war dann mein Late- und Endgame-Staple-Zauber. Den habe ich dann nur noch benutzt, deswegen. Nö, ich gehe mal hier lang. Scheint kürzer zu sein. Deswegen hoffe ich, dass es da auch weniger Gegner gibt. Na Junge, da guckst du, hä? Da unten rechts ist einer. Ach ja, die gibt's ja nicht mehr. Die war ja mit dem Skript und so. Boah, schnell hier durchgewascht. Will ich nochmal heilen, kaufen? Irgendwas? Nee, ne? Gar nicht. Ihr habt noch voll viel Zeug. Und wir müssen zum Westmoor. Na, ach man, ich hätte vielleicht warten sollen. Ich meine, gut, das geht jetzt ja auch schnell, aber du weißt schon. Ich schleiche so gerne um Gegner herum. Immer ein kleines Erfolgserlebnis. Hier, nimm das. Nimm das. Ja, und noch ein kleiner Angriff hinterher. Damit schon mal einer weg ist. Na, bist du alleine, hä? Ich probiere noch mal ganz kurz, wie stark der Kreisel ist. Ich meine, der kostet 10 Chor. Früher war das mal voll viel. Macht ganz gut Schaden, ne? Huf. Ja, aber mittlerweile, ne? 10 Core-Energie. Mit 6 gestartet, jetzt haben wir 64. Obwohl Badu ja auch nicht sehr viel gibt, ne? Oh ja, Maya. Level up. Naja, immerhin. 17. Du 25. Ja, ein bisschen besser mit Core als Maya. Ich glaube, die Psyche ist dann die Widerstandskraft gegen Core. Ich glaube, so ist das. Naja.